Für mich als studierter BWLer war damals die Auswahl, entweder noch das BWL-Fach zu vertiefen oder nochmal ein anderes Fach, also gerade in Richtung IT nochmal was zu machen. Und ich habe lange geguckt, viel gesucht, gerade Internet der Dinge, Big Data waren für mich zwei Schlagworte, die ich auch in meinem Studium noch umsetzen wollte. Ich wollte unbedingt noch einen Master machen, hatte aber dann nicht mehr die große Motivation aufzuhören zu arbeiten. Deswegen habe ich etwas gesucht, wo ich arbeiten und studieren konnte zur gleichen Zeit. Und alle Kriterien, alle Anforderungen und dann natürlich noch der nahe Raum zu Stuttgart haben mich dann bewogen, mich am Hermann-Hollerith-Zentrum einzuschreiben. Ja, es war super. Also inhaltlich, die Professoren waren super spannende Inhalte, die vermittelt wurden. Und auch die Gemeinschaft war genial, war ein super guter Zusammenhalt. Viele Arbeiten mussten auch im Team erledigt werden, perfekt, alles gut gepasst. Und die Räumlichkeiten hier sind natürlich auch sehr familiär, sehr, sehr individuell, sehr, ja, in einer kleinen Gemeinschaft ist einfach schön hier zu studieren. Für mich ist es praktisch kurz vorm Ende schon mal weitergegangen. Ich war früher im Vertrieb und bin jetzt gewechselt, arbeite bei Bosch und bin dort jetzt ins Produktmanagement gewechselt. Designe und implementiere Lösungen für das Internet der Dinge, für Connected Car Lösungen. Da hat mir das Studium natürlich auch einiges jetzt an Background mitgegeben, weil ich sehr viel mit IT-Lern zusammenarbeiten muss und da haben wir jetzt eine ganz andere Sprache als die ich vorher nutzen konnte. Und daher ein riesen Benefit jetzt auch für meine tägliche Arbeit.